Ja, Forex-Grundlagen. Vorab noch ein Risikohinweis, dass Sie wissen, dass die Finanzprodukte, also Währung und so weiter, mit hohem Risiko verbunden sind und nicht für jeden wirklich geeignet sind. Auch ausführlich können Sie das natürlich nochmal bei uns auf der Homepage auch nachlesen. Hier dementsprechend nochmal der Risikohinweis. Ja, Referent, mein Name ist wie gesagt Christian Weiß. Ich bin 38 Jahre alt, jetzt seit 2 Wochen, und bin Managing Director bei CapTrader, das heißt hier bei der Wertpapierhandelsbank, und Geschäftsführer der FX Wert Academy, das heißt zuständig auch für die Webinare, für die Weiterbildung und so weiter. Bin jetzt mittlerweile schon seit 18 Jahren aktiv an der Börse, erst im Aktienhandel und als Bankkaufmann eine Ausbildung gemacht und dann noch studiert und bin dann beim Trading hängen geblieben sozusagen und zeige Ihnen heute jetzt mal den Forex-Markt, sprich die Grundlagen dazu. Und wir wollen also anfangen. Einmal grundsätzlich, was ist das Ganze überhaupt? Was für ein Volumen wird denn gehandelt? Was gibt es für Vorteile? Und dann zeige ich Ihnen, wie kann man eine Long-Position handeln, wie kann man eine Short-Position handeln. Und dann schauen wir uns auch die Plattform an. Grundsätzlich können Sie Währungen handeln bei uns bei FX Flat, bei der FX Flat Wertpapierhandelsbank. Einmal über den MT4. Das ist eine Software, die ich Ihnen gleich auch zeige. Es gibt aber auch noch weitere Möglichkeiten. Also CapTrader ist ja die Marke für den Börsenhandel, sprich im Grunde genommen Aktien, Optionen, Futures und so weiter. Dort ist aber auch der Forex-Handel möglich. Also wir haben hier Teilnehmer von beiden Teilen unserer Bank sozusagen, also einmal von FX Flat und auch von CapTrader. Ja, was ist der Forex-Markt? Also grundsätzlich Forex kommt ja von Foreign Exchange, und ist nichts anderes als das Devisengeschäft. Und was ist das Ganze? Es ist der ökonomische Ort, an dem Devisenangebot und Devisennachfrage aufeinandertreffen und zum ausgehandelten Devisenkurs getauscht werden. So laut Definition. Und was ist daran interessant? Der Devisenmarkt lässt sich nicht lokalisieren, weil der Devisenhandel überwiegend zwischen den Marktteilnehmern, also man spricht auch unter anderem vom Interbankenhandel, direkt stattfindet und Devisenbörsen weitgehend abgeschafft wurden oder bedeutungslos geworden sind. Ja, der Devisenmarkt ist mit einem Tagesumsatz von ca. 5 Billionen US-Dollar im Jahr 2015 der größte Finanzmarkt der Welt. Der größte Finanzmarkt der Welt, was das Volumen angeht. Und zwar, wenn Sie das mal vergleichen, ja, ich habe hier mal ein kleines Diagramm vorbereitet, das ist das täglich gehandelte Volumen in Milliarden US-Dollar. Und Sie sehen schon die 5 Billionen im Forex-Bereich, das ist der große Bereich hier unten, das ist der Forex-Handel. Der grüne Bereich ist der Anleihehandel und verschwindend klein, also circa 1% im Verhältnis, ist der Aktienhandel. Also im Devisenhandel werden also wirklich große Mengen, Milliarden Mengen an Volumen gehandelt. Ist ja natürlich auch nachvollziehbar, wenn Sie jetzt paar hundert Millionen oder Milliarden in eine Aktie. Die Liquidität, die ist natürlich gar nicht da und würde natürlich die Märkte auch total beeinflussen. Aber das kann man nicht vergleichen, diesen Devisenhandel mit dem Aktienhandel. Aber nur, dass Sie mal eine Vorstellung haben vom Vergleich her. Und zwar ca. 85% von dem Gesamtvolumen Aktien, Anleihen und Forex machen die Forex aus. 14% die Anleihen und 1% dann die Aktien.
Ja, was ist interessant? Kurzer Überblick zum Devisenhandel, zum Forex-Handel. Also einmal ist der Handel rund um die Uhr möglich, also innerhalb der Woche. Fängt aber schon sonntags abends an und geht dann bis freitagsabend durchgängig 24 Stunden rund um die Uhr. Es gibt natürlich Zeiten, die höher frequentiert sind, sprich wenn Europa eröffnet, sprich die Börse eröffnet, wenn dann USA eröffnet und dann, wenn wieder Asien eröffnet. Aber grundsätzlich ist der Handel rund um die Uhr möglich. Dann weltweiter Handel. Währungspaare weltweit sind handelbar. Egal welche Währung. Und was ist die Eigenschaft? Und zwar ein Devisengeschäft zeichnet sich dadurch aus, dass die Käufe bzw. Verkäufe simultan durchgeführt werden. Simultan heißt, es werden also immer zwei Währungs- oder es wird immer nicht zwei, also zwei Währungen oder ein Währungspaar gehandelt, zum Beispiel Euro und US-Dollar gleichzeitig. Das ist also eine Eigenart im Gegensatz zu Aktien. Aktien kaufen Sie und später verkaufen Sie diese wieder oder umgekehrt, aber Sie führen nicht zwei Geschäfte gleichzeitig durch. Das ist also eine eigene Art beim Devisenhandel. Also es werden immer Währungspaare gehandelt und die erstgenannte Währung in diesem Paar wird Basiswährung, die zweite Kurswährung oder auch Gegenwährung genannt. Ja, das heißt, die erste der beiden hier Euro, US-Dollar, dann ist der Euro die Basiswährung. Jetzt möchte ich Ihnen noch kurz zeigen, wie denn diese Währungen abgekürzt werden und ja, wo sich das her ableitet. Ich habe jetzt mal das Beispiel USD. Sie sehen es also hier links. US ist der Name des Landes, also die Vereinigten Staaten, und das D steht für Dollar, sprich Name der Währungen. Wenn wir hier mal andere Währungen uns anschauen, AUD ist Australian Dollar oder CAD der Canadian Dollar, dann Schweizer Franken, Great Britain Pound, Japanese Yen, Neuseeland Dollar. Das heißt, wir haben hier immer am Ende den Namen der Währung, Dollar, Franken, Pfund oder Yen zum Beispiel. Und Ausnahme bildet hier der Euro. EUR ist der Euro. Also immer die ersten beiden Buchstaben. In der Regel Name des Landes und danach Name der Währung. Ja, wollen wir mal ein Beispiel machen? Beispiel, was passiert, wie handelt man Währungen? Erstes Beispiel ist für eine Long-Position. Long-Position heißt also, ich kaufe eine Währung und Verkauf eine andere Währung. Mit der Kauf Euro US-Dollar bezieht sich dann auf Kauf Euro und Verkauf US-Dollar. Wann macht man das? Sie meinen, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar steigen wird und eröffnen also eine Long-Position im Euro US-Dollar. Sie kaufen ein Lot, das sind 100.000 Stück. Das ist ein Standardlot. Das heißt, für 100.000 Euro und der aktuelle Kurs beträgt hier zum Beispiel 1,10 Euro, 17,5, also 1,10175 zu 1,10185 beispielsweise. Und wir kaufen zum
Briefkurs von 1,10185. Geldbrief, also Angebot und Nachfrage, Bit- oder Ask-Kurs. Zum Ask-Kurs wird gekauft, zum Bit-Kurs wird verkauft. Hier in dem Falle also kaufen wir zu den 1,10185. Wir sehen, wir haben hier fünf Stellen hinterm Komma. Es gibt auch teilweise Ansichten, wo wir vier Stellen nach dem Komma haben. Das heißt, wir schauen uns jetzt hier an, die im Grunde genommen die vierte Stelle nach dem Komma, das ist die 8. Das ist die Veränderung von 17 zu 18, ist dann dementsprechend hier ein Pip und die Menge sind 100.000. Und die Margin hierbei ist 500 Euro. Das heißt, 200-fachen Hebel bezogen auf die Margin ist der Standardhebel bei FX Flat. So, was passiert? Ich schließe die Position, dann verkaufe ich wieder Euro-US-Dollar. Und zwar, Ihre Erwartungen sind eingetreten. Sie verkaufen 100.000 Euro zum Geldkurs zu 1,10785. Und der Gewinn ist dann 100.000 mal die 1,10785 minus 1,10185. Und das sind dann genau 600 US-Dollar oder 60 Pips. Ja, also hier nochmal die Rechnung dabei. Müssen Sie sich vorstellen, 100.000 Euro entspricht hier 110.785 US-Dollar. Ja, also müssen einfach die Kommastelle dementsprechend jetzt hier nach rechts verschieben und dann sehen Sie den Gegenwert bzw. die 100.000 mit 1,10785 multiplizieren. Das heißt, Sie haben ja gekauft hier zu dem niedrigen Kurs, ja, wir erinnern uns noch, zu den 1,10185 und verkaufen zu den 1,10785 als Beispiel. Ja, wenn wir das voneinander hier subtrahieren, dann erhalten wir 600 US-Dollar Gewinn, den wir hier erzielt haben mit einem Standardlot mit 100.000. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, Sie können das natürlich auch mit einem 10.000er Lot machen, das heißt mit einem Mini-Lot, dann wäre der Gewinn natürlich 60 Dollar. Mikro-Lot wäre dann 6 Dollar beispielsweise. Beim MTV4 schauen wir uns gleich an, ist dann auch die Mini-Lots in der Regel auch eingestellt. Sprich, dann hätte man 60 Dollar beispielsweise hier Gewinn gemacht. Ja, dieser Gewinn von 600 Dollar, der wird dann wieder in Euro zurückkonvertiert, sprich, wir teilen die 600 US-Dollar durch die 1,10785, also zu dem letzten Kurs, wo wir jetzt verkauft haben, und erhalten dann mit diesem Stand 541,59 Euro. Ja, also so berechnet sich das Ganze, wenn Sie jetzt Euro-US-Dollar, jetzt in dem Beispiel kann natürlich ein anderes Währungspaar auch sein, wenn Sie Währungen handeln. Nächstes Beispiel, Short-Position. Sie meinen also, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar verlieren wird und eröffnen dementsprechend eine Short-Position im Euro-US-Dollar. Das heißt, Sie verkaufen Euro und kaufen US-Dollar. Ja, das heißt, wir haben wieder das gleiche Währungspaar, wieder Euro zum US-Dollar und jetzt verkaufen wir ein Lot, das heißt 100.000 Euro und in dem Beispiel ist der aktuelle Kurs zum Beispiel 1,10175 zu 1,10785.
Entschuldigung, 18,5, gleiche Kurs wieder. Und jetzt wird zum Geldkurs verkauft. Ja, gekauft eben zum Briefkurs. Jetzt gehen wir aber eine Short-Position ein, das heißt, wir verkaufen zum Geldkurs. Ja, Angebot, Nachfrage steht hier der Geldkurs bei 1,10,17,5. Die Menge ist wieder 100.000, die Margin ist 0,5% und wieder positives Beispiel, was wir uns jetzt hier anschauen, wenn sich der Markt in unsere Richtung entwickelt, sprich wenn der Euro-US-Dollar fällt. Hier das Beispiel, Ihre Erwartungen sind eingetreten. Sie kaufen jetzt 100.000 Euro zum Briefkurs, um die Position zu schließen bei 1,09,80. Ja, er ist also von 1,10,17 zu 1,09,80 gefallen. Das heißt, der Gewinn ist hierbei wieder die 100.000 mal hier 1,10,17,5 minus 1,09,80 sind hier in dem Beispiel 375 US-Dollar, sprich 37,5 Pips. Ja, also hier subtrahieren wir denn die 109.800 von den 110.175 und erhalten die 375 US-Dollar Gewinn. Hier wieder das Gleiche, dass die 375 US-Dollar zurückkonvertiert werden. Und zwar, man teilt dann den Gewinn in Dollar durch den Euro-US-Dollar-Kurs und erhält dann die Summe in Euro. Hier 341,59 zu diesem Kurs von 1,09,80. Bevor ich Ihnen jetzt die Plattform zeige, zeige ich nochmal unsere Homepage von FX Flat, sprich wo Sie sehen können, wo Sie den MT4 runterladen können. Sie haben also hier die Übersicht der Homepage und dann haben wir hier natürlich Handelsplattform MetaTrader 4. Unter anderem natürlich die anderen Plattformen FlatTrader Pro und so weiter. Und hier gehen Sie auf Downloads und da finden Sie dann den MT4 für den Mac oder für den PC. Den können Sie dann hier runterladen. MT4 Plus möchte ich Ihnen gleich auch noch kurz zeigen. Das sind also erweiterte Tools, die wir hier anbieten. Und zwar haben Sie da Möglichkeiten, ich zeige Ihnen hier mal auf den Folgeseiten nochmal kurz eine Übersicht zu MT4 Plus. Das heißt, was können Sie damit machen? Es gibt ein Trade Terminal, es gibt eine Korrelationsmatrix, es gibt einen Sentiment Trader und viele andere Dinge noch. Dazu gibt es aber nochmal gesonderte Webinare. Das führt jetzt zu weit, damit Sie es vielleicht mal sehen können. Es gibt dieses Trade Terminal, das heißt, Sie können hier mit einem Klick direkt aus so einer Übersicht heraus handeln. Es gibt ein Mini-Terminal, wo Sie halt hier so ein kleines Fensterchen auch haben im MT4 und dazu noch diesen Margin-Rechner beispielsweise noch, den wir uns gleich auch mal direkt in der Plattform anschauen. Dann der MT4 Plus Handelsgrößen- und Risikorechner, sprich, da können Sie sich Stop-Loss und solche Dinge noch mit anschauen. Dann noch verschiedene andere Dinge wie Smart Lines Plus Connect und so weiter und so fort. Alarmmanager, das sind also kostenlose Features MT4 Plus, die hier ja, mit einem einfachen Download verfügbar sind. Gut, ich gehe mal in die Plattform, wechsle jetzt hier nochmal den Bildschirm.
Und ich habe jetzt hier schon einen Euro-US-Dollar-Chart geöffnet. Wie geht das? Sie haben also hier die verschiedenen Symbole und können sich beispielsweise mit einem Pfund-US-Dollar-Chart hier einfach reinziehen und dann dementsprechend hier die verschiedenen Charts sich aufrufen. Oder Sie können auch hier vorher schon Charts sich einstellen und einfach hier von links nach rechts durchklicken. Bleiben wir mal hier beim Euro-US-Dollar und schauen wir uns den mal hier näher an. Ich gehe da jetzt mal in 5-Minuten-Chart rein und da sehen wir hier auch schon, wir sind aktuell bei 1,10,74. Und jetzt schauen wir uns mal dieses Mini-Terminal an. Und da sehen wir auch schon 1,10,17,3 zu 1,10,18,2. Ja, das heißt hier, das ist aktuell der Kaufkurs und das ist der Verkaufskurs, Bid und Ask. Und hier die Veränderung hier dementsprechend immer in grün oder rot aktuell angezeigt. Ich habe jetzt hier stehen Lots 0,1. Werde jetzt einfach mal handeln. Klick hier und kann das Ganze nochmal bestätigen. Confirm bei 0,1 Lots, Euro-US-Dollar, da sage ich ja. Und jetzt sehen wir schon, wir sind ausgeführt und haben dementsprechend hier eine Position Long eröffnet, wenn wir hier von einem steigenden Euro-US-Dollar ausgehen würden, beispielsweise. Und wir sehen hier unten im Handel dann die aktuelle Position, Volumen. Das ist also wie gesagt in Lots gerechnet, 0,1 Lot dementsprechend hier. Und das ist der Preis, zu dem gehandelt wurde. Und das ist mein Gewinn und Verlust dann dementsprechend, der sich in Realtime hier, den ich angezeigt bekomme. Und lassen wir das mal ein bisschen laufen und schauen uns dann gleich mal an, wenn wir die Position wieder schließen, was dann passiert. Und ich werde jetzt mal zusätzlich noch ein anderes Währungspaar handeln, nämlich mal US-Dollar zum Schweizer Franken. Ziehe ich mal hier rein. Und kann also auch hierüber handeln. Hier ist das Volumen hier einstellbar, nehmen auch mal 0,1er Lot beispielsweise oder einen kompletten Lot und verkaufe. Das heißt, ich habe jetzt eine Short-Position und hier passe ich das auch mal an auf ein komplettes Lot. Das heißt, ich kaufe im Euro-US-Dollar nochmal 0,9 dazu. Okay. Ja, und hier sehen wir dann schon beide Einstiege jetzt in dem Fall hier im Chart auch angegeben. So, hier sehen wir schon, wie sich das Ganze bewegt hier unten. Also ich habe jetzt hier die drei Positionen. Ich schließe es mal Euro-US-Dollar. Rechtsklick. Oh, das schließe, kann ich hier noch akzeptieren. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Genau. Und kann ich hier auch wegklicken. Und die Position wird sofort geschlossen. Und hier die Short-Position im US-Dollar zum Schweizer Franken ist auch mit 7,32 im Gewinn. Habe ich jetzt mal alles geschlossen. Dann gucken wir uns das mal hier an in der Historie. Und zwar, wie sieht das Ganze aus?
Wir sehen hier mal den ersten Trade Euro-US-Dollar zu 1,10, 17,4 und gekauft und verkauft zu 1,10, 19, 7 hier dementsprechend. Und der zweite Euro-US-Dollar-Trade zu 1,10, 18, 2 und zu 1,10, 20 geschlossen. Ja, das waren hier 0,9er Lot und 0,1er Lot. Und hier haben wir genau ein Lot gehandelt von US-Dollar Schweizer Franken und dementsprechend den Gewinn hier erzielt von 7,32. Und das Ganze ist dann schon konvertiert in Euro, das heißt 14,21 ist dann dementsprechend der Kontostand. 10.024,11. Genau. Das heißt, wir sehen hier im Mini-Terminal unter anderem klar, den aktuellen Kurs. Wir sehen hier, wie wir positioniert sind, plus 1, das heißt plus ein Lot long. Und wir können jetzt mal zwei Lots verkaufen beispielsweise. Heißt, die Position drehen. Und Sie sehen dann, dass wir jetzt mit einem Lot Long sind, mit zwei Short. Ja, die kann man dann miteinander verrechnen und sind also faktisch mit einem Lot Short sozusagen. Zwei Short, eins Long. Das heißt, wir sind mit einem Lot Short aktuell.